Hallo und herzlich willkommen. Wir haben eine Vollmondenergie im Zeichen Wassermann. Da geht es um Neuartiges und auch um Freiheit. Hol dir nun aus dem Neurodings Kartenset deine Botschaft für den Vollmond im Wassermann. Es geht gleich los. Vollmond ist immer so die Zeit, die einen Höhepunkt einer Phase anzeigt. Das ist irgendwo der Beginn, dann kommt der Höhepunkt, dann nimmt es wieder ab. Wir befinden uns jetzt auf diesem Höhepunkt im Zeichen Wassermann. Und der Wassermann ist ein Luftzeichen und der steht für Freiheit, für Unabhängigkeit, Gemeinsamkeiten, gemeinsam etwas unternehmen mit Leuten, die gleichgesinnt sind, idealistisch, vorwärts streben. Steht auch für die neue Technologie, für das Internet, für alle neuen Erfindungen, für alle neuen technischen Errungenschaften. Und überleg dir für dich jetzt, stimm dich ein, wo kannst du diesen Neuimpuls brauchen? Wo kannst du mal etwas Neues wagen? Etwas vielleicht Ungewöhnliches oder Außergewöhnliches. Der Wassermann ist ja das vorletzte Zeichen im Tierkreis und daher auch schon etwas abgehoben, nicht so wie die anderen. Und wenn jemand in der Wassermann-Qualität sagt, das ist verrückt oder du bist verrückt, dann bist du am richtigen Dampfer. Stimm dich also ein, wo möchtest du diese spritzige neue Energie? Es hat sich eine Karte schon umgedreht. Schau mal, welche das ist. Diese hier. Ich blende dir die Karte hier ein und ich drehe sie auch. Schau mal, was du entdeckst. Nimm dir die Zeit. Die gezogene Karte heißt Fliegen. Vielleicht siehst du dieses Flugobjekt oder blaugrüne Flugzeug hier, das auf der Reise ist durch die weißen Wolken. Oder vielleicht siehst du den weißen Kopf mit der spitzen Nase. Oder doch den bunten und den weißen Hai. Fragen, die du dir stellen kannst mit dieser Karte nun, bei Vollmond im Wassermann, sind zum Beispiel: Wie stehst du zu dem Thema Zeit? Wie schnell vergeht die Zeit? Und von der Zeit her ist es eher die Zukunft als die Vergangenheit, die zu Wassermann zugehörig ist. Vergeht die Zeit wie im Flug? Was planst du für die zukünftige Zeit? Oder planen ist nicht ganz das richtige Wort, denn Wassermann-Energie plant nicht, sondern es passiert plötzlich, ist spontan. Was möchtest du spontan mit deiner Zeit anfangen? Was wäre, wenn du spontan einige Stunden Zeit geschenkt bekommen würdest? Was würdest du machen? Spontan, was würdest du machen? Wo soll es hingehen? Wo soll deine Reise hingehen? Hast du vielleicht eine Reise geplant? Möglicherweise in Gedanken? Möchtest du so wie im Traum wohin fliegen können? Und was ist, wenn du von oben diese Sicht hast, wenn du über dein Leben fliegen könntest? Über deine Zukunft im Sinn von die nächsten Tage oder Monat August? Was würdest du sehen aus dieser Perspektive? Schließ die Augen vielleicht, stimm dich ein, heb ab und blick auf dein Leben für die nächsten Tage, Wochen. Und was entdeckst du dann? Was siehst du? Was spürst du? Hörst du etwas? Da erscheint manches so ziemlich klein. Und was bleibt groß? Was bleibt wichtig? Was ist interessant? Was macht dich neugierig? Und was könnte neu sein? Dein Blick ist dann wirklich frei für Neues. Schieb alles zur Seite, schieb das Alte kurz zur Seite. Heißt nicht, dass das Alte unbrauchbar ist, aber es einfach einmal nicht mehr im Blick fällt. Und was bleibt dann? Was entdeckst du? Was siehst du Neues? Was entdeckst du am Horizont? Die Botschaft dieser Karte ist: Mach dich bereit für den Abflug. Es bleibt also spannend, wo deine Reise hingeht, dein Flug hingeht, wo du landest oder ob du einfach in der Perspektive des Fliegens bleibst und beobachtest. Wir machen das beim Neurodings-Zeichnen in ähnlicher Art und Weise. Wir verändern die Perspektive auf das Bild, auf das stressbesetzte Bild, das wir zeichnen, das sich dann verändert, wo neue Qualitäten zum Vorschein kommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Mach ein Abo.
klick die Glocke, damit du nichts verpasst, damit du nächstes Mal wieder dabei bist. Ich freue mich auf dich. Also guten Glück.